Have a big break. Have a Kit Kat Chunky. Die volle Ladung Waffel und Schokolade. Have a Kit Kat Chunky. Jetzt habe ich das Limit von Farbe durchbrochen. Ultra intensiv, extrem facettenreich. Das neue Feria Color Booster von L'Oreal. Ein Konzentrat mit puren Farbpigmenten vervielfacht die Leuchtkraft. Neu, Feria Color Booster von L'Oreal. Treten Sie ins Rampenlicht, boosten Sie Ihre Farbe, weil Sie es sich wert sind. Dass das so anders ist. Unglaublich. Dieses kleine bisschen, es... wächst. Es ist so ergiebig. Und so weich und so cremig. Ja. Und seine Haut fühlt sich jetzt viel besser. Neu von Nivea. Shower Sensation. Verwandelt sanftes Gel in cremigen Schaum. Das sensationelle Duscherlebnis. Hallo? Jemand beobachtet. Jemand wartet. Doch wie entkommst du dem Menschen, der dich am besten kennt? Jennifer Lopez. Angst? Wovor? Vor mir? Genug. Ab 20. im Kino. Gut, dass ich so eine große Familie habe. Irgendeiner schreibt immer. So bin ich überall dabei. Aber zum Briefkasten, das ist immer eine kleine Weltreise für mich. Zum Glück ist da einer, der für mich die 4 Treppen steigt. Jeden Tag. Engel kann man nicht kaufen. Aber man kann ihnen begegnen. So, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie auch jetzt recht herzlich hier von der Kommentatorenposition im Ernst-Happel-Stadion. Ja, in Kürze ist es also soweit. Der erste österreichische Verein spielt in der Hauptrunde eines europäischen Bewerbs und die Wiener Austria hat so lange daran gearbeitet, endlich wieder auf der internationalen Bühne zu spielen. Und da tun sich natürlich ein paar Fragen auf, ein paar Fragen, die an diesem Abend möglicherweise schon beantwortet werden. Auf der einen Seite, wie nervös ist die Wiener Austria wirklich? Die Nervosität, die Walter Schachner vorhin schon angesprochen hat. Wie groß ist der Brocken Schachtor Donetsk wirklich? Wir haben gehört, da sind einige gute Spieler, aber das mehr dazu dann bei den Aufstellungen. Ja, und wie groß kann die Unterstützung des Publikums sein? Denn man spielt hier im Ernst-Happel-Stadion, da ist Platz für viele Zuschauer. Wie viele wirklich hier sind, das werden wir im Verlauf des Spiels sehen. Wir machen einen Blick auf die Aufstellungen. Die Wiener Austria, Walter Schachner hat es schon angesprochen, mit ein bisschen veränderter Aufstellung. Er hat gesagt, ich will das Wort Viererkette nicht mehr hören. Raumdeckung ist angesagt im internationalen Fußball. Daher im Tor Mandl, da hinten Dedene, Radajcik und Akoto, in der Mitte Panis, Wagner, Flögel und Scharner. Und dann, ja, so 2,5 Stürmer, hat er gesagt. Ein echter Stürmer Gilewitz, der die Tore auch in der Meisterschaft immer schießt. Dahinter Chalminja, so etwas wie eine zweite Spitze, und Janotschko ein wenig zurückhängend. Also diese drei Herren sollen für die Tore sorgen. Und das sind sie, die brasilianischen Beine von Chalminja, der heute möglicherweise auch ein bisschen was für die Defensive tun muss. Denn Walter Schachner hat gesagt, am liebsten wäre es mir, wenn wir unser Tor oder unsere Tore erst so ab der 70. Minute schießen. Und bis dahin wird es möglicherweise ein bisschen ein Geduldsspiel sein. Ja, und wegen Ihnen, wegen der Fans der Wiener Austria, ist man hierher gegangen ins Ernst-Happel-Stadion. Man wollte keine Fans aussperren. Im Horststadion hätte die UEFA nur 5.800 Zuschauer zugelassen. Ja, und beim Blick auf die Aufstellung von Schachtar Donetsk bitte ich Sie gleich ein bisschen um Verständnis. Viele russische Namen, die nicht ganz so einfach auszusprechen sind. Im Tor Kowalewski, dann hinten Starostiak, Kevekas, Florea, ein Rumäne. Dann ein bisschen davor gesetzt, also auch keine Viererkette, Nidaye aus Senegal. Und dann das Mittelfeld, Zuboff, vor dem Walter Schachner schon gewarnt hat, mit der Nummer 9. Ein schneller, ähnlich schnell, wenn nicht noch schneller, wie Janotschko. Dann Timoschuk, Popov und Gai. Und vorne Bielik und Vorobiev. Ja, und die Insider unter Ihnen werden sich fragen, ich habe doch gehört, da gibt es zwei Nigerianer in den Reihen von Schachtar Donetsk. Diese beiden Nigerianer sind heute nicht dabei, einer davon nicht einmal auf der Bank. Das übrigens der Fansektor von Schachtar Donetsk, sind auch einige mitgereist. Orange und Schwarz, die Farben von Schachtar Donetsk. Ja, die zwei Nigerianer, die Ihnen vielleicht sogar etwas sagen, nämlich Agahova und Okoronkwo, sind also, wie gesagt, nicht in der Startaufstellung. Das ist der Schiedsrichter, ein Engländer, Andrew Durso.
und seine beiden Assistenten. Zu den Nigerianern sei noch so viel gesagt, vor denen hat Walter Schachner auch ein bisschen gewarnt, hat gesagt, die beiden gilt es auszuschalten, das kann er sich im Moment noch ein bisschen ersparen. Denn Okoronkwo sitzt auf der Bank und Agahova ist nicht einmal auf dem Spielerbankett dabei, also die Gefahr eher gering gehalten und da kommen sie, die beiden Teams. Anspannung ist natürlich in den Gesichtern zu merken. So, beobachten wir diese Minen. Scharner auch wieder dabei. Also leichte Umstellungen im Vergleich zu Paschink. Janoczko soll ein bisschen für Tempo sorgen. Flögel, Dedene, der hinten aufpassen wird. Mandl und Michi Wagner. Sie haben auch gesehen, Radajczyk wieder dabei. Er ist quasi für das Europacup-Spiel pardoniert worden. Hat ja in der Bundesliga 3 Spiele Sperre ausgefasst. Für seine Tätigkeit gegen Edi Glieder im Spiel in Pasching. Ja, da sind sie, die Stars von Schachtyor Donetsk. Alles Teamspieler, alles sehr starke Spieler. Wer den russischen oder in dem Fall den ukrainischen Fußball, da ist natürlich ein klarer Unterschied zu machen, kennt, der weiß, sehr konsequent sind sie. Walter Schachner hat auch gesagt, eins ist ganz klar, wir dürfen keine Bälle verlieren, denn im letzten Meisterschaftsspiel, im Heimspiel, gegen Kiew, das hat sich Walter Schachner angesehen, dieses Spiel, da haben die Gegner zweimal den Ball verloren und sofort hat Donetsk 2 Tore erzielt, 2:1 dann zuletzt der Heimsieg. Natürlich auch ein bisschen angespannte Miene bei Walter Schachner. Stimmung relativ gut, die Fans werden sich anstrengen müssen, in diesem großen Oval des Ernst-Happel-Stadions auch wirklich den 12. Mann für die Wiener Austria darzustellen. Und das ist er, der Star-Trainer von Schachtyor Donetsk, seit 6 Monaten, Nevio Skala. Shake hands mit Walter Schachner, gestern bei der Pressekonferenz hat er noch gesagt, klar kenne ich den Walter Schachner. Den kenne ich als ganz, ganz starken Stürmer aus seiner Zeit in Italien, der unter anderem beim AC Torino gespielt. Walter Schachner, Nevio Skala zu dieser Zeit noch kurz bei Monza gespielt, das war 1981 und ist dann Jugendtrainer bei Vicenza geworden. Hat den AC Parma groß gemacht, in der Folge Dortmund zu großen Erfolgen geführt, war dort auch Trainer von Wolfgang Feiersinger. Also ein ganz, ganz großer, der ganz sicher auch eine ordentliche Stange Geld kassiert für seine Arbeit in der Ukraine. Schachtyor Donetsk, der ukrainische Steppe, eine Stadt, 1,1 Millionen Einwohnern. Ja, ein bisschen was haben Sie schon gehört. Kann Donetsk vergleichen mit der Wiener Austria. Sie haben einen ähnlichen Mäzen, der sehr, sehr viel Geld hineinsteckt. Der aus Donetsk, aus Schachtyor Donetsk, das Real Madrid des Ostens formen will. Und gegen diese Mannschaft muss die Wiener Austria heute also antreten. Und das Wunschresultat für Walter Schachner wäre ein 2:0. Bloß kein Gegentor erhalten. You cut this half? Yes, half. Okay, yes. The ball. Yes. Okay? Okay. You have this half and you have the ball. Sie haben es gehört. Also, die Wiener Austria hat sich die Seite ausgesucht. Die Herren aus der Ukraine haben Anstoß. Da haben wir schon gehört, die Kommunikation, das wird ein Thema heute Abend, denn auf der Seite der Ukrainer, Nevio Skala, der Italiener, hat normalerweise einen Dolmetsch, der nämlich, während wir hier Thomas Mandl im Tor der Wiener Austria sehen, Nevio Skala hat einen Dolmetsch, der normal vom Russischen ins Italienische und umgekehrt übersetzt, der ist krank geworden, ist heute nicht mit dabei. Nevio Skala hat ganz locker gesagt, kein Problem, ich verständige mich.